Vollste Konzentration, Sarah. Verlassenes Biotiklabor. Ein Glück machen die auf sich aufmerksam. Lock. So nice das Teil. Wie die Fantastic. In Fallout 76. Das wollen wir doch jetzt hier erstmal sehen. Du, Kollege, du bekommst jetzt als erstes eine ordentliche Ladung Helium 3. Damit wir losproduzieren können. Oh, was kommt da runter? Ganz kurz gucken. Das ist ein Riesenschiff. Was ist das? Von wem ist das Schiff? Sollten wir uns nicht durch die Lappen gehen lassen? Noch ein Stückchen. Ecliptic, Randa. Randa. Das gehört uns. Wir können die Kohle echt gut gebrauchen. Lampe aus. Razzifazzi dauert ja keine 5 Minuten. Hilfe. Wir brauchen auf jeden Fall Hilfe. Und Battlestim. Ne? AMP, damit wir schneller drin sind. Und Battlestim, damit wir länger durchhalten. Oh oh. Sarah. Halt dich zurück, Sarah. Lampe ist aus. Schande, was für ein Riesenteil. Wie umlaufen die? AMP. Haben sie das schon mitbekommen? Weiß ich nicht. Oh, sie gehen genau in die richtige Richtung. Vielleicht können wir uns diesmal einfach reinschleichen. Third person. Oh, oh, sie kommen. Renne, renne, renne. Schnell, schnell. Oh. Wir sind drinne. Nice. Ecliptic, Cutlass. Action, Action, Action. Mit der Mütze. Hm. Nein, aber hier hinten ist noch eine Luke. Luke, Luke, eine Falle. Überfall. Und vielleicht mal was zur Variation, eine andere Waffe. Baskat. Mit dem Sternchen, das bedeutet etwas, aber da ging es nicht weiter. Psst, komm Sarah. Hier vielleicht schon was mitnehmen. David Copperfield. Der gute David. Der hat uns unsere Claudia weggenommen. Aber ist ja gar nicht der Copperfield. Noch keine Gegner in Sicht. Oh mein Gott, dieses Spiel. Habe ich das schon mal erwähnt? Ich mag dieses Spiel. Hier ist echt alles möglich. Die Tasse klaue ich. Tassenklau. Auch einer der Pluspunkte hier von diesem wunderbaren Spiel. Runter, mal gucken. Überfall. Nee. Also diese tiefer gelegten Lagerräume. Was soll denn das? Total unbequem eigentlich, ne? Ich will nur ein bisschen Butter holen. Muss erstmal runterklettern, wieder hochklettern. Ach, verdammt. Hab Salz vergessen. Na Mensch. Block, Block. Doch, Max hier. Wir pfeifen auf die Variation. Effektivität geht immer vor. Krank, Mann. Absolut krank. Die schießen durch die Scheibe. Mäht sie nieder. Da ist noch einer. Da sind ganz viele. Oh, 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 ich habe fast keine Energie mehr. Ungünstig. Man möge sie mir wieder zurückführen, die Energie. Wir brauchen mehr Saft. Denn der Saft bringt die Kraft, das Abenteuer lacht. Sind alle down? Unten auch. Überfall. Schon wieder so ein separater Lagerraum. Hier ist das Salz, drüben aber die Butter. Du musst zweimal die Leiter benutzen. What the heck? What the heck? Sarah, du hast ganz schön lange gewartet. Aber den müssen wir jetzt sofort looten. Drumbeat geht immer. Können wir mitnehmen. Was mit den anderen? Die liegen nach vorne. Aber da kommt schon das Cockpit. Ich muss da jetzt hoch, Sarah. Das geht manchmal nur. Ach, hier ist dann die Küche, ne? Für die Küche musst du auch nochmal separat eine Leiter nehmen. Harte Zeiten. Ja, sind ja auch wirklich harte Zeiten. Hier beim Schiffdiebstahl. Früher war alles einfacher. Ach ja, nicht so viel Kram, Nickerchen. Naja, gut, können wir machen. Und ich sehe gerade, hier ist eine Mod von uns, die wir bisher noch nie gesehen haben. Ich heb ihn mal hoch, ne? Bitte drehen. Na, wer erkennt ihn? Wir brauchen ihn natürlich immer mit dabei. Der große, allseits bekannte Grogu. Baby Yoda. Sind sie alle tot? Ja, Baby Yoda macht alles besser. Ich habe auch diese Figur von Baby Yoda, die reden kann und so. Aber ich hätte mir mehr gewünscht, dass das Teil wie so ein Furby ist, so ein bisschen. Aber es
ist einfach nur eine sprechende Puppe. Warte, was? Was ist das für eine Grendel? Ach so, by the way, ich habe was gelernt, und zwar die Hard Target. Unser allerliebster Sniper Rino Schießeisen. Ja, grammatikalisch absolut korrekt. Ist verwandt mit Grendel und Beowulf. Ne? Ist quasi die Scharfschützen-Variante aus dieser Serie. Können wir beides mitnehmen. Und hier können wir mitnehmen. Aber nur das Messer. Naja, so groß war das Teil jetzt auch nicht. Was? 27.000? Baron-Sternscheibe schon wieder? Wir sind unglaublich reich und dekadent im Weltall unterwegs. So gut. Und noch besser ist es ja, dass die Atlas hier auf dem Planeten steht. Und wir noch nicht im All sind. Also, können wir das Ding jetzt übernehmen? Du bist nicht befugt, dieses Schiff zu fliegen? Ich kann jedes Schiff fliegen. Ich habe dafür bezahlt. Was? Fliegen? 4C? Oder ist das wirklich was ganz, ganz Besonderes hier gerade? Aber ich verstehe das nicht. Haben wir das jetzt umsonst gemacht? Naja, so umsonst ist ja nie etwas. Die Action war es schon wert. Aber irgendwie doch sehr enttäuschend. Hier ist jetzt keiner mehr am Leben. Ich habe keinen mehr getroffen. Wir gucken noch mal ganz kurz. Vielleicht bin ich ja hier irgendwie an der Tür oder so vorbeigerannt. Sarah war schon unten. Ja. Das ging nicht auf. Wir gucken ganz kurz. Ich glaube, das wird das nicht auch angezeigt? Sie sind nicht berechtigt, dieses Schiff zu fliegen, wenn Gegner noch an Bord sind. Ich bin schon wieder viel zu hektisch, aber es muss ja auch schnell gehen. Wir haben viel zu tun. Wir müssen hier um 3 in den Behälter da packen und dann das andere Zeug verschiffen und so. Meine Güte, was für eine schwere Enttäuschung. Waren wir schon da oben? Ja, ne? Da kam dann nichts mehr. Waren wir hier hinten schon? Ja, hier war Grogu, stimmt. Ich dachte, wir hätten das jetzt übersehen. Verdammt doch mal, ich habe gerade erst angefangen aufzunehmen. Es ist 4 Uhr am Morgen. Ich muss erst mal klarkommen. Und das ist sowieso schon eine große Herausforderung für mich. Jeden Tag aufs Neue. Ja, schade, müssen wir irgendwie ignorieren. Aber wir hatten zumindest mal wieder ein bisschen Action. Und ich bin wacher als vorher. Und die Grendel war zu billig, oder wie? Ja, die war wirklich zu billig. Da ist er ja so ein richtiger Rausreißer, ne? Ja, das ist natürlich jetzt ein kleiner Downer. Hier. Ionische Flüssigkeiten. Wir ballern wieder rüber. Was war da los? Was zur Hölle war da los? Aber jetzt, das wollen wir doch mal sehen. So wollte ich eigentlich die Aufnahme starten. Knarre weg, bitte. Du bekommst von uns. Haha, Helium 3. Hier, 100 Stück kriegst du. Das würde ich hier gerne eintippen können. Gibt's bestimmt bald auch als Mod. Aber da halte ich mich noch zurück. Ich warte jetzt mit größeren Mods, bis das Creation Kit raus ist. Wenn ich das nicht schon in dieser Aufnahme erwähnt habe. Es könnte sonst zu Problemen kommen. Mit Plugin-basierten Mods. Also ESM-Mods und so, verstehe ich sowieso nur halb. Ein Grund mehr zu warten, bis die sicheren Mods kommen. Du bist vernünftig verbunden. Da ist unser Helium 3 drin, du gehst da rüber. Okay, 100 haben wir, 5 kostet eine Tour. Sprich, wir haben 20 Touren schon mal im Voraus hier finanziert. Und du baust ab, richtig. Dahin ins Zwischenlager und dann Ausgangsbehälter. Dann müssen wir an den Computer ran, richtig. Lampe an, Lampe, Lampe. Ich sollte auch generell hier mal eine Lampe bauen. Du bist der Computer, ne? Ah! Benötigte Materialien. Ionische Flüssigkeiten. Wie viel? Das weiß kein Mensch. Die werden sich melden, wenn sie genug haben. Frachtling, Kontrollzentrum, Eridani 3. Die brauchen Wolfram. Kriege ich hier nicht, oder? Es kommt das nächste Schiff. Die wollen mich eigentlich die ganze Zeit ablenken, nur mit Erfolg. Kommt er direkt hierher?
Ist das eventuell unsere Rache? Ach so, das ist er. Runter hier. Sarah, schnell. Meine Güte. Wie viel haben wir denn schon drin? Warum ist das hier eigentlich zugeeist? Und warum sterbe ich nicht, wenn ich durch Düsen ballere? So, wie viel ist da drin? Ausgehend nichts. Aber der fliegt doch nicht, wenn nichts drin ist, oder? Oder erwartet, ne? Das ist es. Ja, irgendwie so. Wie viel ist da drin? Zeig mal, bitte. Ah. Aber er transferiert das nicht rüber. Warum nicht? Why not? So. Ausgabelink herstellen. Ist bereits verbunden. Naja, aber es wurde da drüben nichts angezeigt. Aber vielleicht geht das auch erst rüber, wenn das Schiff angedockt hat. Und jetzt ist der Behälter leer. Kann das sein? Nein. Hat er irgendwas überhaupt rüber transferiert? Ist ja kurios, ne? Ich mach mal ganz kurz den Ausgabelink weg und nochmal an. Wer weiß nicht, dass da irgendwie der Teufel im Detail steckt. Rechtsklick hier rüber wieder. Achso, der checkt das schon, ne? Dass ich dahin will. Wer kommt denn da? Wer kommt denn da? Wer oder was ist das? What the heck? Wer seid ihr? Kopfgeldjäger-Captain? Die sind immer noch auf der Suche nach uns. Naja gut, warte mal, wir lassen es drauf ankommen. Na ihr, was ist los bei euch? Halt! Ei! Lass dich mal ansehen. Switch, ist das unser Kopfgeld? Laufen sie hier durch die Pampa? Wenn wir sie umlegen, gibt's Kohle. Klingt recht simpel. Ja, 20.000 Credits zahlen oder angreifen. Ich glaube, die Entscheidung ist eine einfache. Wie du meinst. Boom, Schakalaka! Ja, alle über den Haufen geschossen. Bleib stehen, Junge. Gottverdammt, bleib stehen. Oh, die waren aber richtig mies ausgestattet. Ich weiß auch nicht. Die liegen jetzt hier länger rum, ne? Gesucht. Gucken wir uns gleich nochmal an. Der Rest ist mir zu billig. Gesucht. Ist ein Zettelchen. Notizen. Ist ein Ausrufezeichen dran, ne? Ja, richtig. An alle Glücksritter. Ich will Tobias Reaper tot sehen. Eine große Summe Credits wird eurem Konto gutgeschrieben, sobald die Tötung bestätigt ist. Und um das Spiel interessanter zu machen, erhöht sich diese Summe jede Woche um einen festen Betrag. Ich weiß, was ihr denkt. Je länger ihr wartet, desto höher das Kopfgeld. Aber ihr müsst immer überlegen, ob der nächste Kopfgeldjäger auch so geduldig ist wie ihr. Wer hat das eigentlich in Auftrag gegeben? Vielleicht finden wir das früher oder später noch raus. Hier ist noch einer. Ach, guck mal, wen haben wir denn hier? Wen haben wir denn hier? Das gibt's ja nicht, ne? Eine Sekunde, Max hier. Den machen wir fertig. Du Ratte, du. Hab ich auch schwere Schläge? Nee, aber Granaten. Miese Ratte, du. Also wirklich, das hättest du dir früher überlegen sollen. Und jetzt klopfen wir dich einfach kaputt. Oder sie. Wow, das war jetzt aber auch ein bisschen hart. Ich dachte, das wäre ein Typ. Aber macht es das so viel schlimmer? Also besser macht es das auf jeden Fall nicht. Gut. Hätten wir das geklärt. Weiter. Ist das jetzt zufällig da gelandet, wo es landen soll? Ich meine, beim letzten Mal war das dann da drinne. Ah, jetzt. I don't know. Und jetzt ist das leer. Richtig. Ist dies korrekt? Dieses ist korrekt. Wunderbar. Wird instant weitergeleitet. Ich glaube, wir hätten uns bestimmt auch das Zwischenlager sparen können. Aber da sind wir ein bisschen modularer unterwegs. Und du kann ich gerade nicht checken. Ja, wir wollen aber auch noch Crewstationen bauen. Und so ganz assi wollen wir die hier nicht platzieren. Deswegen bauen wir hier noch eine kleine Hütte hin. Mit dem Tischchen und vielleicht auch ein Bettchen. Also F, R, Q... Gebäude. Ein Zeltchen zumindest. Kurz raus. So, hallo. Achso, ich bin gar nicht in der richtigen Ansicht. Aber jetzt. Hier. Provisorisch, aber auch irgendwie militärisch stylisch. Hydrokultur. Oh, ist durchsichtig, ne? Noch besser. Ja, finde ich viel cooler. Ja, so ist gut. Das absolute Minimum. Was war denn da jetzt gerade los? Achso, wir müssen uns entscheiden. A oder B? Ich glaube, B ist ein bisschen größer. Aber A ist so ein bisschen
ich sag mal, stylischer, ne? Von dem Winkel her. Leuchtet von innen auch schon. Ist da Licht schon drin? Ja, stimmt, ne? Irgendwie so Pi mal Daumen. Bauen. Bau abgeschlossen. Nein, eins reicht, Sarah. Es. Ach ja, Tür, ne? Richtig, da war ja was. FR. Und dann. Irgendwie Gebäude, richtig. Hydrokultur, was würde denn fehlen? Aluminium, ich flipp aus. Das nächste große Problem. Außenposten, Luftschleuse, die brauchen wir, richtig. Können wir auch nicht bauen, kein Aluminium. Abheben. Nach New Atlantis ballern, los. Oh, stopp, da wollte gerade einer mit uns quatschen. Stopp, aus, aus. Genau, nehmen wir an. Grafsprung abgebrochen. Wer bist du denn bitte? Ich hatte schon lange keine Gesellschaft. Dein Ding. Ich bin Dr. Sola Banglawala vom Nest in New Atlantis. Ich führe im Die Rahmen eines Forschungsprojekts geologische Untersuchungen der besiedelten Systeme durch. Ja. Ich habe dich gerufen, um zu fragen, ob du vielleicht seltene geologische Proben hast. Theoretisch haben wir die, ne? Aber wir würden sie lieber eigentlich an Vladi verkaufen, an Vlad. Aber nutze mal lieber den Moment, ne? Alles andere hatten wir mit ihr schon abgequatscht gehabt. Ich habe mehr als genug Steine, die ich abladen kann. Ich helfe gern, wenn ich kann. Danke vielmals. Zurzeit brauche ich Lithium, so. Platin und Vanadium. Viel mehr. Das war das. Ich weiß, wie schwer man daran kommt. Haben wir das zufällig da? Nee, wir können dir leider nicht weiterhelfen. Verstehe, aber danke, dass du angehalten hast. Ja, immer wieder dann gern. Dann versuche ich mein Glück anderswo. Du solltest Abstand halten. Der Grafantrieb dieser Blechkiste ist nicht ganz in Ordnung. Okay. Alles klar, wir sehen uns. Bis dann. Sorry, das dauert länger als gewöhnlich. Ach, der Gag. Ja, das ist aber ewig hier, ne? So mindestens 50 Spielstunden oder so. Hast du irgendwelche Hobbys? Ja, ich bin gerade bei einem meiner Hobbys. Nicht wirklich. Mit der Raumfahrt habe ich ganz gut zu tun. Oh, ein Workaholic. Von denen gibt es beim Mast viele. Ich habe eine große Gesteinssammlung. Früher habe ich am Wochenende immer auf Jamison welche gesucht. Vielleicht hätte ich. Kommt jetzt nicht irgendwie noch der Witz und bevor die Pointe kommt, ist sie weg? Ja. Okay. Der Verkäufer kommt. Ja. Und weg ist sie. Alles klar, dankeschön. Nach New Atlantis ballern. Aber die Schilder vorher voll machen, wegen des Scans gleich. Aber jetzt, den Scan überstehen. Scan abgeschlossen, dankeschön. Runtergehen. Aluminium. Alles. Und alle anderen Ressourcen, die wir nur im einstelligen Bereich auf dem Schiff haben. Das sollte ich mir vielleicht angewöhnen. 50 Stunden lang den Drang unterdrücken, alle umbringen zu wollen. Und wieder Aluminium, den ganzen Batzen und Kupfer. Und Platin. Und das hier, Ytterbium. Das ist wichtig bei der Strohhalmproduktion, habe ich gehört. Und Aldomit. Wieder zurück, nachdem wir alle Ressourcen auf die Atlas geschleust haben. Boom, Schakalaka. Und das wollen wir doch jetzt hier mal sehen, wer hier keine Luftschleuse bauen kann. FR. Gebäude. Ja, Luftschleuse. Gibt's nur diese eine Luftschleuse? Geht das nicht? Warum geht das nicht? Überschneidet sich mit vorhandenen Objekten, aber gerade eben war das noch durchsichtig. Da, jetzt. Es kommt immer auf den Winkel an, ne? Ich regel das kurz. Na, dann eben hier. Soll mir recht sein. Steht das Ding? Ich glaube, hier ist was kaputt. Das liegt nicht an mir. Es war wirklich nur so ein kleiner Clipping-Fehler. Wie bei Fallout 76 bei uns im Keller. Gut, und hier wollen wir platzieren. Sonstiges. Großstationen. Drei können wir bauen. Drei wollen wir auch bauen. Damit das hier unser erstes Abstellgleis für zukünftige Mitglieder unserer Crew wird. Na. Warum muss ich da zweimal bestätigen? Gab es da verschiedene Varianten von? Nee.
gibt immer nur den einen Tisch. Jut, danke schön. Block Nummer 2. Und hier den Fensterplatz bekommt, wer ganz, ganz Besonderes, der Chef hier. Also naja, sind wir ja letztendlich, oder sind wir mal ehrlich, es ist Sarah. Na, da haben wir nichts zu melden, aber direkt unter Sarah, das Mitglied der Crew darf hier am Fenster sitzen. Aber das ist ja irgendwie noch so nackig, ne? So, Stühle haben sie, Gebäude, Licht haben sie, Roboter. Naja. Erhöht die Produktionsrate von anorganischen Ressourcen. Ja. Ja. Ja, klar. Plock. Der macht das. Der regelt das, dass wir hier mehr Kram bauen können. Und zum Chillen, ne? Und zum Schlafen. Hier ist die Couch. In der Ecke. Darf immer nur einer schlafen. Plock. Jawohl, ja. Oh, es gibt mehrere Sofas. Na gut, dann noch hier das mit den Gurten. Ja, genau. Wie gut. Provisorisch, okay. Es wird noch richtige Baufolgen geben. Aber nicht sofort. Kühlschrank, damit sie nicht verhungern. Oder zumindest ihre mitgebrachten Speisen kühlen können. Nuka-Cola, natürlich. Block. Ja, so schön. Vielen Dank, Sarah. Und Schlafsack. Also tatsächlich schlafen. Futon. Ja, aber wird schon in erster Linie hier gearbeitet. Wie das aussieht, ey. Ja, ist in Ordnung. Beschweren die sich auch, wenn irgendwie was nicht ganz koscher hier läuft? Cool. Wir können hier Mitglieder platzieren, die wir neu anwerben. Wir haben hier, ich weiß nicht, wie viele Leute können wir jetzt hier drapieren? Außenposten. Wir sind, obwohl die Epsilon. Wie viele Leute passen hier hin? Da müssten wir irgendwen umsetzen, dann kriegen wir das vorgeschlagen, ne? Richtig? Ja. Amelia, nicht zugewiesen. Was? 6, das ist ja großartig. Mit einem Außenposten. Aber warum ist Amelia nicht zugewiesen? Weil voll war. Ah, ich glaube, Crewmitglieder, die nicht so Standardware sind, bleiben an Ort und Stelle stehen. Aber die anderen, die ausgewürfelten, die verpuffen einfach. Gut, aber dann nutze ich jetzt hier keinen Slot von Epsilon, um Amelia hier in die Warteschleife zu schicken, sondern die nächsten dazugekauften. Und stattdessen bringen wir hier noch so ein bisschen die Produktion von ionischen Flüssigkeiten auf Vordermann. Block hier bitte hoch. Ja. Bis der Strom hier irgendwie zu wenig wird. Extraktoren, ionische Flüssigkeiten, die andere Ansicht. Die gute. Bis wohin müssen wir? Ah. Bis hierhin. Na, dann auch ruhig ein bisschen weiter nach außen. Können wir noch runter? Ja, könnten wir. Aber nicht viel. So, zack. Und hier dann bitte. Schön am Rand. Aber das reicht dann auch, ne? Oder 5. Alle guten Dinge sind 5. Aber ihr habt jetzt keinen Saft. Ich hätte hier gern... Ach doch, da unten. Ich hätte gern ein Übersichtsfenster für Energie. Habe ich ja da unten. 25 wird benötigt. War das vorher schon da? Oder erst mit der Star-UI-Mod fürs Basteln? Das ist eine gute und berechtigte Frage. Wir wollen zurück. Energie. Solarrelay. Ja. Das wollen wir bauen. Hier wollen wir weiterbauen. Und ich möchte endlich eine Snap-Funktion haben. Es wird immer krummer. Es ist alles andere als schön. Aber wir schieben es auf Erosion, okay? Irgendwie. Also der Boden verschiebt, das meine ich. Ist das Erosion? Können wir das als Erosion gelten lassen? Ich glaube schon. Benötigte Energie 25 ist blau. Sind wir wirklich durch? Baut ja jeder ab. Wir brauchen noch die Links, ne? Pumpt, pumpt. Und ja, alle ordentlich am Pumpen. Das ist schön.
Das freut mich. So, nochmal die Ansicht. Verlinkungsmodus. Du gehst da rüber. Und du gehst da rüber. Und du gehst da rüber. Und du gehst ebenfalls darüber. Und was könnten wir jetzt hier noch abbauen? Flur und Kupfer. Schon nicht verkehrt, ne? Aber ich sollte mir das eigentlich einfach mal aufschreiben. Es gibt ja keine Möglichkeit, das irgendwie hier in-game als Merker zu platzieren. Außer eben die Namenszeile von dem Außenposten. Ich brauche hier eine Stationsliste, brauche ich. Ellie, hol mir mal einen Zettel. Ellie, Zettel. Nee. Ich nehme mir mal meinen Block hier einfach, richtig. Ja. Ich brauche ein freies Blatt Papier. Oder eine Excel-Tabelle hier auf dem Zweitmonitor. Hier könnte man echt viel abbauen. Das ist echt nicht verkehrt. Da könnte man diese Mission dann immer abtingeln. Richtig. Also für den eigenen Bedarf Ressourcen kaufen, aber halt für die Missionen würde ich gerne, es ist ja auch einfacher, die Frachtlinks erstellen. Und da sollten wir uns schon eine vernünftige Liste erstellen. Ja, hier. Nehmen wir mal diesen Zettel hier. Ich schreibe das mal eben auf. Oder noch besser, Sticky Notes auf dem Desktop. Gut, habe ich hier aufgeschrieben. Voli Epsilon, Ion Flut, Wasser, Wasserdampf, Kupfer und Fluor. Gut, und dann irgendwann tingeln wir mal bei den anderen Stationen vorbei. Und dann führen wir die Liste fort, damit wir da eine schöne Übersicht haben. Und dann müssen wir mal gucken, ob wir nicht vielleicht einfach noch so ein... Haben wir ja theoretisch so einen richtig schönen Helium 3. Förderungsaußenposten hier. Mit intergalaktischem Versandservice einrichten, den wir dann jedes Mal koppeln, wenn wir so eine größere Aufgabe haben in Sachen Ressourcenabbau mit Frachtlink-Verkopplung, pipapo, damit die Sachen hier ohne Probleme laufen und wir nicht ständig hier 1 Million Solarkollektoren bauen müssen. Aber das war jetzt auch nicht so schlimm, ne? Gut, dann sind wir hier offiziell fertig. Das freut mich. Dann machen wir jetzt noch was im All. Und dann ballern wir zurück zum Casting. Wir haben es nicht vergessen, wir sind eigentlich noch in der Klammer Neon unterwegs. Das dürfen wir, das müssen wir ignorieren. Das ist verbuggt. Da könnte der Rechner explodieren. Das wollen wir nicht. Genau, wir holen uns erst das Plutonium in einer Höhle. Und danach holen wir uns Wakizashi, ein legendäres. Ballern und danach wieder zurück nach Neon. Aber erstmal hier rüber. Ach, nicht J. Das haben wir schon so lange nicht gemacht. Jetzt habe ich vergessen, wie man das hier macht. R war das, ne? R ist es richtig. Ich möchte einloggen. Es ist R. Hier direkt rüber. Block. Dank das Wunder der Schnellreise. Stell dir vor, auf so einem Planeten zu starten. Wie soll man da überleben? Ich weiß auch nicht. Ich bin immer noch im Faustmodus. Wir zerkloppen die ganzen Aliens hier drinne. Ist das Plutonium? Ja. Haben wir schon gefunden, ne? Können wir ja gleich mitnehmen. Ich meine, wenn wir schon mal hier sind. Wir waren schon länger in keiner Höhle mehr. Und hier ist Käse. Guter Käse. Reibekäse. Tex-Mex Reibekäse. Der beste. Gibt es, naja, bei einer großen Einzelhandels-Lebensmittelkette. Fängt mit A an. Ja. Jutsch, gibt's da ganz lecker. Aber ist auch nur so, so Themenwoche gerade bei denen. Und gibt's nicht immer da. Also zugreifen, wer will. Kann ich hier hoch? Wow, wie krass ist denn mal bitte die Schwerkraft? 1, 2, 5. Hab ich sofort gespürt. Block. 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 Abgesäbelt. Noch mehr Käse. Ja, genau. Prügel es ab. Alles gut. Erst die kleinen Brocken und dann die großen. So weit kann er aber nicht bröckeln, ne? Den Käse nicht vergessen. Den gibt's da nur einmal im Jahr. Zugreifen. Jetzt. Plutonium.
Ist das so selten, dass das hier eine Aufgabe bekommt? Schon selten näher, ne? Aber so richtig selten ist es auch nicht. Saubere Arbeit. Käse. Haben wir schon hier unten. Haben wir schon käsig unterwegs. Schön. Und den Käse haben wir noch nicht. 75%. Ich würde sagen, ja. Verdammt doch mal, ist das hier dunkel. Aber geil, ne? Da kommt richtig Minecraft-Atmosphäre auf. Ist abgeschlossen. Ich habe schon schlimmere Hitze erlebt. Ich nicht. Ich schwitz wie ein Ferkel. J. Aktivitäten. Naja, gut, ne? Machen wir die andere auch noch schnell fertig. Schon wichtig. Wo dürfen wir dafür hin? Hier, wo wir schon sind? Da ist zweimal Plutonium. Oder wie jetzt? Also diese Ressourcenaufgaben, sie treiben mich manchmal in den Wahnsinn. Aber ich bin auch nur zu hibbelig. Ach, aus dem Orbit. Aus dem Orbit? Hier im Orbit gibt es Plutonium? What the heck? Wo ist mein Schiff? Kann ich von hier aus in den Orbit direkt fliegen? Das muss doch irgendwie gehen, ne? Landeziel festlegen. Ja! Einfach jetzt auf den Planeten klicken. Reisen. Und schon sind wir im Orbit. Habe ich was für dich. Aber was denn, Sarah? Ist das unsere Aufgabe? Wo ist hier das Plutonium? Volle Energie. Auf die Antriebe. Was bist du? Der Bau... Ach! Das ist hier alles? Unbekannter Ort. Wir lassen uns darauf ein. Es könnte ein Abenteuer sein. Es könnte richtig abenteuerlich werden. Na ihr... Ja, das sieht sehr nach Plutonium aus. Wahnsinn. Zack und zack. Da hat was geleuchtet. Was hat da geleuchtet? Wer möchte uns hier eventuell unser Plutonium streitig machen? Steck ein. Da ist noch was. Da ist der Bau. Schon markiert, aber ganz weit weg. Und dann Wakizashi. Stimmt, wir wollten ja unbedingt ein legendäres Wakizashi haben, was wir mit uns führen. Auch wenn Nahkampf hier nicht groß geschrieben wird. Also nicht so groß wie in Oblivion. Das modde ich gerade im Hintergrund. Einfach nur so. Just for fun. Dauert ja noch ein bisschen, bis wir dann ein richtiges Remake bekommen. Yuji Wakizashi und er. Wir ballern rüber. Verlassen ist Bionik-Labor. Vielen Dank für den Hinweis bezüglich der More Enemies Mod in Kombination mit der Combat AI Overhaul Mod. Das ist so eine Plugin-Mod. Da bin ich jetzt erstmal vorsichtig. Kann alles gut gehen. Wie gesagt, ich benutze auch schon 2 oder 3 Plug-in-Mods, aber das sind sehr zarte Plug-in-Mods. Trotzdem soll man eigentlich warten, bis... Habe ich jetzt auch schon mehrfach hier in den Kommentaren gelesen und auch unterwegs im Internet. Man soll verdammt vorsichtig sein. Nicht, dass der Safe-Game, also nicht, dass das Safe-Game crasht. Das wäre schon ziemlich uncool. Ist hier jemand? Hallo? Ist hier ein Stuhl oder muss ich jetzt zum Warten wieder reingehen? Ich brauche nur einen Stuhl. Ich sitze hier auch die ganze Zeit rum. Verdammt nochmal. Ja, da muss ich doch wieder reingehen. Ich möchte das ganz gerne tagsüber spielen. Aber nachts hätten wir mehr Spiegelung und so. Das ist übrigens eine der Plugins, die ich als Mod installiert habe. Also die Spiegelung quasi an der Helmscheibe. Hat Spaß gemacht. Also aussteigen und einsteigen finde ich auch großartig, Sarah. Ganz im Ernst. Bettchen, wo war unser Bettchen? Hier auf dieser Ebene. Ungünstig, ne? Wenn man sich auf seinem eigenen Schiff nicht auskennt, wir sollten dann irgendwann später die Stockwerke minimieren. Marika, meine Gute. Ja, minimieren. Wir machen eine große Fläche, aber ich glaube, dann fehlen uns die ganzen Spezialräume und so. Ich weiß nicht. Ich kenne mich hier nicht so aus. Es ist ein Schiff, welches ständig im Wandel ist. Ich warte jetzt einfach hier auf dem Stuhl. Es ist okay. Wir haben ja gepennt gehabt auf dem Piratenschiff vor kurzem. Vielleicht haben wir da noch so ein bisschen, ne? So ein bisschen EP-Boost.
Tut mir leid, ich habe eine gute und eine schlechte Neuigkeit. Auf diesem Planeten wird es nur sehr schwierig hell. Und wir können es jetzt nochmal hier probieren. Das ist die gute Nachricht. Ich habe die Betten gefunden. Auch wenn ich hier nur eine Stunde schlafe, hey, spielt die Uhrzeit, die lokale Uhrzeit, verrückt. Es ist die gleiche Uhrzeit. Das hat wahrscheinlich hier mit dieser Stundenanzahl zu tun, ne? Richtig? Gut geträumt. Ist fast schon so ein Glücksspiel, ne? Wann wird's hell? Wird's hier überhaupt hell? Und krieg hier gar nichts mehr zu trinken? Naja, wie dem auch sei. Wir machen das jetzt. Wir müssen weiter. Wir müssen auch zurück nach Neon. Und dann warten wir natürlich auch darauf, dass unsere Aufgabe in Bezug auf die ionischen Flüssigkeiten als abgeschlossen angezeigt wird. Das wird uns höchstwahrscheinlich überraschen, ne? Aber sieht schon fett aus hier. Mit der Helmspiegelung. Da konnte ich einfach nicht Nein sagen, auch wenn es so eine gefährliche Mod ist. Aber toi, toi, toi. Ich mache ständig Backups von den Saves. Aber ist ja eine theoretisch sehr, sehr softe Mod. Ein softes Eingreifen in das Spiel, ne? Aber die More Enemies Mod. Da wird schon, naja, ein bisschen mehr ins Spiel eingegriffen. Da bin ich vorsichtig. Aber werden wir auch mal aus Spaß installieren, ne? Wenn dann das Creation Kit draußen ist. So Kram hier noch. Nö, Hard Target. Let's do this. Erstmal gucken. So. Und jetzt auch nochmal ein gutes Stückchen knackiger durch die 2K-Texturen der Spiegelung. Schon cool. Also sicherlich nicht ganz physikalisch korrekt, ne? Aber schon besser als die Spiegelung davor, nämlich gar keine. Wakizashi irgendwo da oben. Oh, da ist eine. Oh, 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 oh. Und Schalldämpfer unbedingt. Ist so dunkel, ich kann das Visier gar nicht richtig sehen. Also. Wir sind nicht allein. Naja, das war jetzt. Erahnt war das, wo das ist. Oh Gott, sie sind hier! Sie sind hier! Zack! Nice! Vollste Konzentration, Sarah. Verlassenes Biotiklabor. Ein Glück machen die auf sich aufmerksam. Lock! Yes! Komm her, du Ratte! Verdammt nochmal. Es lag am Server, der hat gehext. Da oben, glaube ich. Hier. Yeah. So nice das Teil. Wie die Fantastic. In Fallout 76. Na, wollen wir? Ran? Gelootet wird später. Oh, 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 oh. Vielleicht fürs Rumlaufen. Was Flotteres. Nicht, dass wir hier irgendwie überrascht werden. Hinterrücks. Nein, ist da drinnen einer? Hi! Oh, perfektes Timing zum Durchladen. Wir sehen uns gleich, ne? Ich gehe erst kurz hier gucken, Kollege. Ah, naja, wir müssen da jetzt rein, ne? Jetzt haben wir ihn aufgescheucht. Das ist der vorletzte hier. Überfall! Noch nicht, aber jetzt Überfall! Oh, die ist ja... Oh, wow, wow, wow! Das ist der Boss oder so. Einer der vielen Bosse hier. Shotty, Mensch! Also wirklich, du Schlawiner. Hast kurzen Prozess mit ihm gemacht. Maelstrom, Legendary! Ach du meine Nase! Umzingelt. Je geringer die Gesundheit, desto höher der Schaden. Brand. Verursacht zufälligen Brandschaden. Titan gefertigt. Hochwertige Materialien machen diese Waffe leicht wie eine Feder. Oh, und eine billige hat er auch dabei gehabt. Die eine zum Benutzen, die andere zum, weiß ich nicht, ausstellen oder so. Nehme ich, nehme ich, nehme ich. Und jetzt auch hier würde ich gerne direkt den Kram essen können. Da brauchen wir noch eine Mod für. Geht wahrscheinlich nicht ohne Plugins. Diese verfluchten Plugins. Ja, aber dann müssen wir das essen, was hier rumliegt. Das ist doch bestimmt noch irgendwo. Ja. Antimikrobiell, aber das hier, da. Das esse ich sofort. Ungesehen. Das ist frisch gemacht. Das
konnte man auch so ein bisschen noch riechen. Ja, da brauche ich gar nicht nachgucken. Wir müssen immer noch lernen, das Spiel richtig zu lesen. Was ist Quatsch und was ist kein Quatsch? Und welchen Quatsch brauchen wir? Und naja, all diese Sachen. Nein, ich will das essen, den Kuchen. Für mehr Gesundheit. Ja, ja. Und adaptiver Rahmen. Oft Mangelware. Ich weiß auch nicht warum. Für uns zumindest hier jetzt. Ja, und das ist nur Stuff. Sinnloser Stuff, den wir nicht brauchen. Aber das nicht. Oh, Plastik. Ach, falsches Spiel. Wollen wir? Ist da ein Heft unten gelandet? Kann das sein? Nee, digitaler Bilderrahmen. Wir können. Hier war noch so ein komischer Luftschutzbunker. Wobei, hier ist ja noch Gedöns, ne? Dotan. Ziehst ja rein, Mann. Zurück zur Peacekeeper. Unser Alien-Gewehr. Wir kommen gleich rüber. Wir gehen vielleicht von oben rein, ne? Da haben wir die bessere Position. Aber hier sollte jetzt keiner mehr drin sein. Oder? Doch. Der Sound ist schon da. Es ist der Sound aus den Alien-Filmen, aber er ist irgendwie sehr dumpf umgesetzt. Da muss ich mal gucken, ob wir da nicht was Besseres finden. Trauma-Päckchen, gell? Nehmen wir mit Maelstrom. Nein, keine billige. Was ist denn los? Aber eine Cola. Kann man ruhig mal mitnehmen. Das war Ressource. Vielleicht mal Lampe anmachen. Warum auch nicht? Noch mehr Essen, bitte. Nein. Nein, kein Bier. Nicht jetzt. Du trägst zu viel Zeug mit dir rum. Du solltest was davon loswerden. Du solltest abnehmen. Was? Wie bitte? Oh, das ist Müsli? Oh! In so einer dicken Plastikverpackung? Sehr cool. Gleich mal gefuttert. Ja, diesen Park müssen wir auch noch auf Vordermann bringen. Dass wir hier mehr bekommen. Na, dass wir hier noch mehr Lebenspunkte zurückbekommen. Wenn wir hier essen und trinken. On the fly. Mache ich sehr gerne. Für mich steigert das die Immersion. Genauso wie Survival-Aspekte wie gezwungenes Essen und Trinken. Aber das wird auch ohne Plugins nicht realisierbar sein. Das kommt aber alles noch. Das kommt alles noch. Wir gehen da hoch, Sarah. Los geht's. Was sagt die Schwerkraft hier? Ich sag doch. Wieder leicht erhöht. Um 25% erhöht. Und das auf Dauer, das kann schon auf die Energiebilanz dann stoßen. Ne? Hoch hier. Come on. Verdammt, verdammt. Ist erledigt. Da kannst du dir ratzfatz den Knöchel brechen. Ja, ja, wir sehen uns gleich. Hier von und zu von der Crimson Fleet. Nee, zu billig. Die Grendel möchte ich nicht. Ist hier noch was Schönes zum Mitnehmen? Ja, ein bisschen Money. Und offensichtlich sind wir wieder zu schwer. Na, dann wollen wir gleich mal hier ein bisschen Gewicht verlieren. Zack, reicht aus. Wir sind wieder kampfbereit. Aber mit der möchte ich jetzt nicht schießen. Ich nehme die Entschuldigung. Sie ist innen lang gelaufen? What the heck? Sarah. Und jetzt ist sie auch noch so rot wie die von der Crimson Fleet. Natürlich, irritiert das ein bisschen. Aber es gibt Schlimmeres. Es hält uns wach. Da hoch möchte ich bitte. Komm schon. Nee, der muss drinne sein, der letzte. Aber ist ja noch Kram. Oh, Essenskram. Das ist gut. Das kommt mir gerade recht. Und die Kohle und ein Tablet natürlich. Nehmen wir mit. Equinox. Guter Preis. Gute Handelsware. Nö, gut, dann gehen wir rein. Türchen kennen wir ja schon. Los! Schön abfedern. Nicht, dass wir uns den Knöchel brechen. Wir gehen rein, aber. Lampe aus. Oh! Oh, oh! Muss das jetzt? Muss das jetzt? Oh! Wir haben noch eine Schmach, ne? Wieder gut zu machen. Die vom letzten Mal. Was ist das für ein Schiff? Soweit können wir nicht scannen. Schande. Wir gehen kurz gucken, okay? Nur kurz gucken.
Wir haben ja einen Schnellreisepunkt hier. In der Hoffnung, dass die Gegner nicht wieder auftauchen. Na los! Noch ein bisschen vorsichtig abfedern. Erhöhte Schwerkraft und so. Jetzt. Ekliptik holen wir uns. Das ist wieder eine Cutlass. Nicht Atlas, sondern Cutlass. Das ist ein Zeichen. Randa. Toi, toi, toi. Aber wehe, wir können uns die diesmal wieder nicht gönnen. Die sieht schon episch aus, ne? Da dampft es, da kommen sie raus. Ich glaube, es ist abgeschirmt, ne? Das ist ein abgeschirmter Behälter. Wo ist der Eingang? Wo ist der Eingang? Ich muss hier rum. Lassen Sie mich rein. Action. Medipacks. Gratis. Traumapixel. Nehmen wir mit. Gell. Come on. Oh, 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 oh. Ekliptik. Hat er nicht mitbekommen. Selber schuld. AA99. Jo. Gute Handelsware. Erstmal hier den Rücken freischießen. Verflucht nochmal. Und wie ich kann. Ich kann. Das Ding diesmal wieder nicht mitnehmen. Aber es ploppt auch hier keine Aufgabe auf. Normalerweise ploppt hier immer eine Aufgabe auf. Wenn man ein Schiff übernimmt. Ich stürme jetzt einfach mal kurz nach vorne. Und nicht, dass wir da irgendwen übersehen. Na, 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 na. Na, 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 na. Was ist hier los? Junge. Butter. Keinem im Haus. Was für eine Schmach. Hoch hier. Sarah, bleib oben. Wir wollen nur ganz kurz gucken, ob wir ganz zufällig hier ganz schnell dieses Schiff ganz und voll unser eigen nennen können. Ja, richtig. Come on. Ich gehe erst hier lang. Können Sie ruhig mal runterkommen, wenn Sie wollen. Nur einer. Ja. Aber ist noch nicht komplett übernommen. Da war noch einer. Ja. Können wir alles mitnehmen. Zumindest den Kram haben wir wieder bekommen. Ansonsten merken wir uns Cutlass, nicht die Atlas. Vorsicht. Verwechslungsgefahr. Die kann man irgendwie nicht übernehmen. Also wir zumindest nicht. Wo denn? Ah, ah, ah. Wurde ich erwischt oder Sarah? Sie ist oben, ne? Zeig's ihnen, Sarah. Ich räume hier kurz auf. Bist du fertig? Ich nehme die Leiter. Ist ja auch alles schneller gemoddet hier, die Animation. Zack. Mhm, danke sehr. Alle tot. Pi mal Daumen. Eine Breach. Können wir mitnehmen. Gute Handelsware. Und hier auch. Drumbeat. Drop the Beat. Und noch ein Baby Yoda. Und auch mal wieder pennen. Warum eigentlich nicht? Dankeschön, Sarah. Ich weiß nicht, inwieweit ich das als Kompliment nehmen soll, aber trotzdem, es war eine Bemerkung über mich. Deswegen bedanke ich mich. Oh, wie nice. Kann man nicht mitnehmen, ne? Nein. Vielleicht später. Mit Mods oder so. Ah, ah. Ist gut, ist gut. Konzentration, Leo. Ich bin so aufgeregt. Kann sein, dass wir sie diesmal bekommen, aber... Ist auch gut möglich, dass das wieder nicht funktioniert. Aber es sieht schon schlecht aus, weil eben die Aufgabe nicht kam. Die Aktivität. Es geht nicht. Es geht einfach nicht. Dieses Schiff kann ich nicht übernehmen. Vielleicht ist das nochmal eine Spezialklasse oder so. I don't know. Ich hoffe einfach nur, dass jetzt die Gegner beim Biotik-Labor nicht wieder aufgeploppt sind. Ne? Aber wir haben ein weiteres Schiff auseinandergenommen. Damit wir in Übung bleiben. Ne? Sind hier Leute? Rein da. Erstmal wieder hoch und dann rein da. Über unseren Pinökel hier. Block, na komm schon. Oh. Was? Was macht er denn da unten? Keine Ahnung. Naja, 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 naja. Oh, oh, oh Gott, Sarah! Sarah! Gottverdammt, Sarah! Jedes Mal sieht sie aus wie einer
von der Crimson Fleet. Wie groß ist das hier eigentlich? Kennen wir das Teil schon? Oh, kennen wir das hier schon? Waren wir zufällig in einer baugleichen Basis schon mal? Ist gut möglich. Nur Billigkram will ich nicht. Weiter. Lampe. Naja, wobei, damit kündigen wir uns ja auch an. Müssen wir im Hinterkopf behalten. Was? Kopfbedeckung Pharma? Haben wir noch nicht. Also der sah jetzt gar nicht so landeiig aus, muss ich sagen. Ne, den ziehen wir gleich mal an. Und das ist ein Poncho? Fischverarbeiter Poncho? Aus einer Plastiktüte? Okay. Okay. Zu billig. Kein Navigator Boost Packsche für uns. Hier noch irgendwas. Wir kommen gleich. Wir sind gleich da. Eine Sekunde. Ihr könnt da nicht durchschießen. Das geht nicht. Oder? Geht nicht, ne? Geht nicht. Ich wollte es auch mal ausprobieren. Ja, natürlich. Wir waren schon mal in einem baugleichen Gebäude. Doch, doch, doch. Ich glaube, das ist besser, wenn wir hier lang gehen. Genau, Lampe wieder aus. Und kriegen wir hier vielleicht irgendwen mit der Hard Target vors Rohr. Hm. Da unten. Zack. Und dich noch. Hinterher. Halsschuss. Reicht aus. Level up. Gleich mal vergeben. Ach ja, richtig. Stimmt, genau. Wir wollten ja viele Sozialpunkte vergeben, damit wir hier Schiffsbefehl endlich ausbauen können und mehr Leute aufs Schiff bekommen. Hm, ja. Aber jetzt nochmal überzeugen. Das läuft ja aktuell recht gut. Handel. Billiger einkaufen, teurer verkaufen. Nämlich. Ist in Ordnung. Können wir machen. Danke. Durchladen. Ist da noch wer? Oder haben wir alle schon eliminiert? Da kommt einer. Wo genau? Wo genau? Es bewegt sich zu schnell, das Ziel. Tut mir leid. Oh oh, da kommt wer hoch. Flintentime. Was? Wie bitte? Drei Schuss? Die Flinte ist raus aus dem Team. Aber sowas von. Oder lag das am Gegner? War das ein besonders dicker Gegner? War das der lokale Boss oder so? Der Regionalboss? Aus dem Regionalzug? Geht doch. Ich weiß auch nicht. Aber ich glaube, wir sind hier unten noch nicht fertig, Sarah. Wir looten gleich. Wir bleiben erstmal auf dieser Ebene. Experte. Challenge accepted. Mhm, ja. Weiter. Einmal automatisch zum Reinkommen und dann, naja, den Rest händisch. So, so ist gut. Ja. Mhm. Den willst du nicht, den auch nicht. Aber den zumindest. Das wäre jetzt fatal. Das sollten wir nicht tun. Haben wir uns jetzt schon verfranzt? Kann das sein? Ich glaube ja. Oh, come on, echt jetzt? Ich denke schon, ne? Nein! Jetzt nochmal automatisch, wäre eine ganz schöne Verschwendung. Und dann kommen wir hier nicht weiter. Wir haben noch zwei Pinökel offen, aber nur einen einfachen und keinen passenden Zweier. Ungünstig. Setze ich nochmal neu an. Mein Fehler. Hier auch nochmal automatisch einsteigen. Dann sind wir gleich drinne. Nein. Nein. Ja, nehme ich. Das ist gut. Exklusiv außen. Darum geht es uns. Und haben wir hier einen passenden Zweier? Ja, hätten wir sogar, ne? Dann den Zweier, dann den Dreier. Das flutscht doch gleich viel, viel besserer. Mhm. Und dann noch einen passenden Zweier? Nee, haben wir nicht. Das wäre wieder fatal gewesen. Oder haben wir uns schon wieder verfranst? Nein! Nein! Was soll denn das? Warum ärgert uns das Spiel heute so hart? Oder habe ich heute einen Knick in der Optik? Mehr als sonst? Ist gut möglich.
Das geht, ne? Ja, das ist okay. Das ist in Ordnung. Nehme ich. Nehme ich. Verdammt doch mal. Ich war auch ein bisschen abgelenkt von Sarah. Mal wieder. Irgendwer muss ja die Schuld haben. Können wir hier zufällig Roboter oder so freilassen? Das wäre toll. Hier ist das mal. Das ist bestimmt noch gut. Bodencrew haben wir schon. Computer. Lange Texte. Eher nicht so. Entriegeln, genau, mach mal. Alles entriegelt. Geringer Fortschritt. Chester Kalen, leitender Wissenschaftler. Ranshaw Forschungsanlage. Oder Ranshaw. Ranshaw, nicht Ranshaw. Das sind zwei verschiedene Dinge. Persönlicher Eintrag. 15. September 2304. Trotz mehrerer Meldungen. Was? Meldungen, ne? Trotz mehrerer Meldungen zu erhöhter Piratenaktivität in diesem Sektor wurde uns die Verbesserung unserer Sicherheit verweigert. Und wieder sind wir ohne Kampferfahrung in einem gefährlichen Gebiet. Wird wohl Zeit für einen Karrierewechsel. Ja, allerspätestens jetzt. Wertvolles Objekt. Am gleichen Tag. Wenn ich darüber nachdenke, haben wir im Lagerraum ein ordentliches Waffenarsenal. Von uns kann zwar keiner kämpfen, aber hoffentlich weiß jemand, wie man sie bedient. Aber wem mache ich etwas vor? Ja, hat leider nicht ganz so geklappt, ne? Sonst wäre hier die Crimson Fleet nicht so gut vertreten. Weiter, wir kommen. Wir sind auf dem Weg. Lohnt es sich, hier lang zu gehen? Weiß nicht. Bedingt. Ich sehe hier keine neuen Gegner. Wir gehen wieder zurück. Oder ist das hier ein ganz anderer Bereich? Ja, tatsächlich. Stopp nicht runter, bitte. Aber da ist niemand. Sonst hätte ich diesen jemand schon lange erschossen. Wir gehen hier runter erstmal. Wo wird denn hier geballert, bitte? So, wir nehmen mit. Kodama. Pacifier. Und die Kohle, bitte. Liegt hier noch zufällig irgendwo Essen rum? Hier, ne? Ja, Algenhäppchen nehme ich. Wir können es nämlich gerade echt gut vertragen. Das ist leer. Schade. Und hier noch Apfelstückchen. Von wo? Von wo? Wo hat sich hier noch wer versteckt? Nee, das war kein anderer Raum. Wir waren da drüben. Ah, okay, alles klar. Hat er mich schon gewundert gehabt? Na, von wo? Von da drüben könnten sie noch kommen. Aber erstmal gucken wir uns hier um. Rettungsaxt brauche ich nicht. Und hier? Naja, teilweise guter Kram. Die Granatchen bitte. Operator. Lederkleidung haben wir noch nicht. Also zumindest nicht auf dem Schiff. Wieso Schrott? Das sind neue Klamotten, Sarah. Variation ist wichtig. Zu billig. Lichtbogenschweißgerät. Ich verzichte. Hier, hallo. Muni, Muni, Mun, Mun. Nimm mit. Das waren Ressourcen. Und das auch. Das nicht. Das ist ein. Naja, ein Raumduft oder sowas. Ne? Der sprüht alle 15 Minuten irgendwas. So sieht es zumindest aus, finde ich. Schreibtischassistent Egmont. Achso, ist eher so ein Alexa-Gerät. Aber vielleicht kann er das ja trotzdem, ne? Den Raumduft irgendwie beeinflussen. Das ist die Zukunft. Hier ist eine Menge mehr möglich als bei uns hier. Lehrling, mach mal auf, bitte. Exklusiv außen. Fangen wir damit doch an. Und dann hier noch. Und dann jetzt ganz, ganz vorsichtig. Aber ich glaube, ja. Haut alles hin. Ja, können wir mitnehmen. Wobei, der Strand von Dover. Oh, haben wir noch nicht auf dem Schiff. Vielleicht schon im eigenen Inventar, aber noch nicht gelesen. Gehen wir auf Nummer sicher. Nehmen wir das Buch einfach nochmal mit. Und im schlimmsten Fall verticken wir es später. So, alles bis auf das Jetpack. Das brauchen wir nun wirklich nicht. Und ich gehe mal über in den ultimativen Nahkampf. Nicht, dass wir hier hinterrücks noch überrascht werden. Nein. Nein, 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 nein. Nein. Laborkleidung blau. Da bin ich mir jetzt gerade gar nicht so sicher. Nehme ich mal mit.
können wir immer noch verkaufen. Und ein Bierchen in Ehren kann keiner verwehren. Und 50 Cent ins Phrasenschwein und Likes erwähnen. Ah, das mache ich immer so ungern, aber es gehört leider nun mal dazu. Der Algorithmus braucht Feedback und zwar von euch.